24 Sachen, die du nicht machen willst, wenn du im Himmel willst. Der Ralf Weibel unterbrechen, wenn er vom Posten mit seiner Frau erzählt. In erster Linie hast du jetzt Mitleid mit dir selber. Aber dann siehst du die anderen Männer, die mit ihren Frauen im Posten sind, und die tun dir dann mindestens so leid wie du dir selber. Dutzendfach stossen die Männer wegen hinter Frauen her und schauen so apathisch rein. Ganz im Gegensatz zu ihren Frauen. Die laufen von einem Gestell zum anderen, nehmen da etwas, schauen dort etwas an, legen den Volkan Dinkelmotivwagen und fragen, sollen wir einen Zopf nehmen? Als Mann ist dir der Scheisse gleich, wenn du in einem Zustand bist, wo sich deine Wagen wählst und mit Gedanken, dann findest du die Nahe, sind Zahlen entzündet. Weil aber gelernt hast, dass deine Frau beim Akt vom Posten musst ernst nicht zum Schnee mit den Schultern. Nein. Du probierst interessiert zu schauen und sagst, können wir? Und mit niemand drogen. Und es wird nicht geraucht oder gekifft. Die Jungen sind all gut erzogen und grüssen, wenn man es beim Bahnhof antrifft. Und am Sonntag gehen dort alle in die Kirche. Aber den Beichtstuhl brauchen sie nie. Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich morgen schon von Zürich auf Olden ziehen. So etwas kennt ihr jetzt Zürich nicht, hä? Der Flo steckt ein Stück Rippli von der Desiree ins Maul und kommt so um eine Antwort herum. Neben dem stachelt Eigül lustlos im Suchwort. Ist vielleicht doch der falsche Tag, um die neue Freundin der Familie vorzustellen, überleitet Flo. Aber irgendwo zwischen Algen und Ozon, doch zwischen Rosen und Gentechnik, zwischen Plankton und Ölbest, zwischen Delfin und Schleppnetz, zwischen Schwalben und Tierfabrik. Irgendwo zwischen Birken und Birkenau, zwischen Spitzmaus und Hiroshima. Irgendwo dazwischen drin ist etwas in die Hose, wie es kaum schlimmer könnte in die Hose gehen. Haben Sie sich schon mal überlegt, was wäre, wenn Sie in Ihrem Keller gelagerten Notvorrat für das einsetzen würden, wofür er eigentlich gedacht ist, nämlich Not zu lindern? Also nicht auf Vorrat. Es ist so, es gibt Menschen, die haben wirklich Not. Und wenn man es nüchtern betrachtet, ist unser Notvorrat nicht ganz unschuldig daran. Weil wir den guten Rat nach Notvorrat befolgen, geraten andere in Not. Denen fehlt nämlich der Vorrat, den wir in unserer Not auf Vorrat in unseren Kellern bunkern. Deine Rost gut geht, gib's besser, gib's dir besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass dann weniger gut geht. Und gut geht. Yeah.